Und unser Ansinnen ist halt dahinter, wir wollen eben gucken, was lässt sich speziell im Bereich Innenstadtbegrünung machen. Das war so der Hauptkernpunkt, wo wir gesagt haben, okay, aber gebe ich Ihnen vollkommen recht, dazu muss man wissen, wie soll denn die Innenstadtgestaltung überhaupt laufen? Ne, was ist da angedacht? Gibt es da ein Konzept, wie das dann irgendwie oder irgendwann mal ausschauen soll? Und dann haben wir gesagt, okay, wir können nicht gleich damit anfangen, irgendwelche Bäume irgendwo hinzusetzen, sondern wenn es ein Konzept gibt, dann wollen wir das auch kennen. Ob man es dann gut findet, das ist eine ganz andere Geschichte, aber man muss es zumindest erstmal kennen. Und das war dann so der Ansatzpunkt, weswegen wir uns... Ja, vielen Dank. Also Thema Begrünung, ich habe dann ja geantwortet, das wäre für mich erstmal ein Nachdenken über das, was die Stadt prägt, welche Strukturen die Stadt eigentlich charakterisieren. Und deswegen hier dann die Umlenkung erstmal auf das Thema Stadtentwicklung Braunschweig, die ich jetzt in den letzten 10 Jahren intensiv begleitet habe. Ich muss dazu sagen, ich bin 1990 hierher gezogen. Die ersten 12 Jahre habe ich von der Stadt noch nie einen Auftrag bekommen. Also die haben mich dann... Und erst als die heißeste Frage anstand, nämlich das Thema Schloss, die sollte ich Ihnen beantworten. Aber da kommen wir nachher noch zu. Hier ganz kurz, Thema Stadtgeschichte ist der Auslöser. Auch dann die nächsten, vor allem die ursprüngliche Stadtgeschichte, dann Zerstörung, Wiederaufbau und Entwicklung seit 2003 und zum Schluss nochmal Stadtdenken. Und da können wir auch wir kommen fließend in die Diskussion. Wir können auch zwischendurch einfach mal bestimmte Themen nochmal mit Rückfragen und darüber ansprechen. Kurz zu mir, was das Berufliche betrifft. Geboren 1945 in Wolkenstein, den Namen, den mag ich sehr, weil das so das Ideelle und das Irdische sehr stark miteinander verbindet. Das ist so für mich so ein innerer Weg. 71 Diplom in Architektur und Städtebau in Stuttgart und dann verschiedene Stufen in Selbstständigkeit, dann 1979 und seit 1990 am Institut für Städtebau und Landschaftsplanung und seit 1994 habe ich das Büro neu sortiert, das heißt jetzt aber seit 2010 Attersbachner Städtebau. Meine Frau sitzt hier, wir haben schon seit 1971 mit die Familiengründung betrieben, die Bekanntschaft dauert noch länger. Gut, inzwischen große Familie, insofern ist alles wunderbar. Stadtgeschichte. Ich versuche das mal sehr zügig zu machen, weil ich habe eine Menge solcher Folien, aber weil das sehr schnell erläutert, dann muss ich dann nicht so furchtbar viel zu sagen. Ist das meistens Ihnen vielleicht bekannt? Darf ich nochmal von Ihnen wissen, wer aus Braunschweig stammt? Ich bin auch Originaler. Original. Ja. Die anderen sind aus dazugekommen. Und deswegen zeige ich trotzdem nochmal ganz kurz. Ausgangspunkt Heinrich der Löwe, das wird immer viel zitiert. Man muss natürlich sehen, dass er eben als Herzog von Sachsen und Bayern hier sehr breite Einfluss gehabt hat in Deutschland. Und die Stadtgrundriss, wir sehen ihn schon mal hier, ist wesentlich geprägt schon aus seiner Zeit heraus. Das sehen wir nachher nochmal. Was für mich, als ich herkam, dann auch, was ich mir erstmal aneignen müsste, dass das Herzogtum Braunschweig bis 1980, also bis zum Ende des Ersten Weltkriegs, das Herzogtum und die Hauptstadt, das Land Braunschweig bis 1946, die also Ende des Zweiten Weltkriegs gedauert war. Da habe ich mir dann auch daraus erklären können, weshalb manchmal so eine etwas depressive Weltsicht damit verbunden ist, weil man natürlich hier eine wichtige Funktion verloren hat, so wie Karlsruhe in Baden ebenfalls auch die Funktion nach Stuttgart abgeben musste. Und daraus resultiert auch diese Dialektik zu Hannover natürlich. Das versteht man dann. Und man muss auch verstehen, durch die Eroberung der Stadt durch die Herzöge, das ist auch immer so ein Einschnitt, das kommen wir nachher nochmal zu. Mittelpunkt der Macht, und zwar nicht nur jetzt hier in Braunschweig gewesen, hier dieser wunderschöne Ort mit dem Burgplatz und Dom, sondern es war im Mittelpunkt eigentlich tatsächlich des Herrschaftsraums der Herzöge und damit also bis runter, bis ans Königreich Ungarn runter, und allerdings auch nur immer flickenhaft und immer nur zeitweise. Es war ein permanentes Dazunehmen und ein permanenter Machtkampf. Ich brauche das nur für mich als Bild, um mal zu sehen, wie jetzt hier das Braunschweig dann in dem ganzen Deutschen Reich verankert war und welche Machteinfluss hier gewesen ist. Mit seinen 13 Städtegründungen hat er nun eine Menge bewirkt. Die Gründungsanlass, Ocker, Niederung, Sumpfig, die Achsen,
die jetzt hier als Fernstraßensystem zwischen Spanien und vor allem die Achse von Spanien und Flandern bis nach Königsberg und bis nach Novgorod, also einen Fernhandelsweg, der hier an dieser Stelle die Oka gut queren konnte und noch weitere Fernstraßen von Mainz bis hier nach Lüneburg und so weiter. Und hier die Sicherung dieses Übergangs durch die Burg damals, um den Handel und erstmal um diesen Raum gegen die Slawen zu verteidigen und zum anderen um den Handel zu sichern, der dann langsam auch entstanden ist, um die Burg herum. Und so kann man sich das in etwa vorstellen, in welchem sumpfigen Umland wir hier gewesen sind. Das war eine kleine Erhöhung und da rundherum floss das Wasser und dann wurden hier die Wege entsprechend gesichert und befestigt und wir sehen nachher, wie es weitergeht. Das ist in allen bekannt, Stiftungsdom Heinrich des Löwen, wirklich noch original aus dieser Zeit und zum anderen dann eben hier das, was mich besonders interessiert, dieses Grundsystem der Stadt. Das ist ein ganz primäres Netz, ein Netzwerk, wobei wir hier verschiedene Brennpunkte und Fokuspunkte haben, nicht der Altstadtmarkt jetzt hier, die Burg in der Mitte nochmal als der Ursprung, aber Altstadtmarkt, dann nochmal Katharinen, Andreas und hier noch die Martini-Kirche, hier drüben nochmal das Ägidienkloster und das ist erst später hier Ägidienmarkt an dieser Stelle und wir haben hier eben eine Stadt mit einer Fülle von Märkten und für mich hat diese Stadtkulisse hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Diese vielen Kirchtürme haben andere Städte teilweise auch, aber nicht in dieser Dominanz. Und wenn man sich klar macht, dass hier in jedem dieser fünf Städte, ich gehe nochmal zurück, es sind im Grunde fünf Städte, die jetzt hier nebeneinander konkurrieren, schon sehr früh miteinander groß geworden sind, muss man sagen. Und wo alle diese jeweiligen Stadtbezirke, wie Sie sehen, nachher nochmal genauer, gegeneinander konkurriert haben und auch nur mit der Burg und mit dem Dom, Maßstab des Domes konkurriert haben. Deswegen sind die auch alle größer geworden. Die wollten als freie Bürger zeigen, was sie für ein Potenzial haben. Aber muss ich mal vorstellen, dass sie mit 4.000, 5.000 Einwohnern maximal solche Bauwerke realisieren konnten. Ja, überhaupt auch finanziert. Ja, finanziert, eben. Also die haben das gemeinschaftlich geschafft, ja. Für mich sind das so, ich habe angesichts des Themas Piraten natürlich das Thema Netz immer auch als ein paralleles parallele Denkebene. Das sind so Relaisstationen, das sind diese Knotenpunkte, die jetzt in diesem Stadtgefüge natürlich besonders wichtig waren. Das war eine Art von Programmierung, die von da aus gelaufen ist. Das war eine Gemeinsamkeit, gemeinsame Wille, der so stark war, dass die solche Bauten hingekommen haben. Also das ist schon eindrucksvoll. Und diese Stadt hier auch mit diesen anderen Türmen, das ist schon ein besonderer Reichtum der Stadt hier, dass man diese Kirchen hier insgesamt hier noch in der Stadt so stehen hat und die das Ganze dominieren. Diese Stadt, innerhalb dieser Stadt, das ist Braunschweig, ist das Herz der Region und in dieser Stadt für ca. 1,2 Millionen Einwohner und den Stadtgrundriss, den ich eben gezeigt habe als Plan, der liegt auch heute noch in der Stadt. Der liegt sozusagen, der ist in dieser Stadt aufgehoben und das ist für uns als, nicht nur als Städtebauer, sondern für uns generell, für unsere Erinnerung, für die Wahrnehmung, für die Verankerung in der ansonsten ja nicht fassbaren Zeit, also das Rückerinnern, ist damit, bietet uns damit eine Möglichkeit, das an dieser, die Geschichte hier dran wahrzunehmen. Aber es ist uns natürlich wichtig, dass wir dann diese Spuren der Geschichte uns erstmal auch bewusst machen, bevor wir irgendwas Neues machen. Also der Ausgangspunkt ist für mich tatsächlich immer dann die Geschichte. Und wir gucken mal nach, was dann jetzt hier die Region charakterisiert nochmal. Burgplatz mit Dom haben wir eben schon mal gesehen. Wir sehen an dem Umriss nochmal, wie stark noch diese ursprüngliche Form auch hier erhalten ist, auch wenn das ja nie diese Ausformung wie jetzt hier gehabt hat. Aber auch hier sind schon bestimmte Grundstrukturen erhalten geblieben. Und wir müssen auch natürlich sehen, und damit mache ich jetzt bewusst einen Sprung aus Braunschweig raus, dass wir nicht nur Braunschweig denken, sondern wir müssen auch immer den Raum und die Region mitdenken, weil auch früher schon gab es diese Verflechtung. Wolfenbüttel als über Jahrhunderte hinweg Residenzstadt gewesen, weil der Reichtum der wachsenden der Bürgerschaft hier, der wachsende Reichtum es denen ermöglicht hat, immer mehr Rechte aufzukaufen, anzukaufen und immer weil der Herzog Geld brauchte und die Herzöge Geld brauchten, sodass die dann eines Tages sich aus der Stadt zurückgezogen haben und in Wolfenbüttel die Residenz angekauft haben. Das sind Geräusche, Flaschencontainer.
Ja, das ist ein eigenes Thema. Das, also Wolfenbüttel als eine Residenz auf der einen Seite, damals historisch, aber heute haben wir eine weitere Residenz, das ist die moderne Residenz, ich sehe das in Analogie eigentlich. Und wir können froh sein, dass wir wiederum so eine Form der Herrschaft hier in diesem Raum haben, nämlich VW und eben die Entwicklung von Wolfsburg zur Industrie, von der Industriefestung zur modernen industriellen Residenzstadt mit Schlosspark, muss man sagen. Also es ist ein sehr analoger Begriff für mich, eine analoge Entwicklung. Als ich vor 20 Jahren kam, war das Ding abgeriegelt, alles fest unter Kontrolle. Erst mit der Autostadt wurde aus der Burg regelrecht ein Schlosspark davor gelagert. Das öffnete sich, auch die Stadt öffnete sich diesem Zentrum und es gab neue Connection, es gab eine Umgestaltung. Also fast wie im Barock, muss man sagen, also aus dem Übergang. Und das ist natürlich eine eigene Qualität. Dazu denke ich auch immer, ich kann Braunschweig also nur mit dem Umland denken. Und ich kann auch nur damit sehen, dass wir hier auch Goslar und Gifhorn und Peine und Helmstedt und Salzgitter, dass das alles ein Gefüge ist, das mit wirtschaftlichen Vernetzungen, mit sozialen Vernetzungen ganz schon sehr stark ist. Natürlich gibt es keine scharfen Grenzen, das macht es auch immer wieder schwer, Regionalbegriffe zu definieren. Aber man muss dieses Umland natürlich immer mitsehen, weil alle Städte aus dem Umland gewachsen sind, also auch von den Produkten des Landes und der Landschaft. Wir haben da mal über dieses Thema geforscht, Stadt Umland 2030, zusammen mit dem Umlandverband, dem Zweckverband hier in Braunschweig und haben viele Strukturen, ich zeige nur diese drei. Natürlich sind es die landschaftlichen Grundlagen eben, wir sehen die Topografie Allertal, wir sehen hier Elm und Asse und Huy und Harz. Das sind sieben verschiedene unterschiedliche Landschaftsräume. Wir haben unterschiedliche Schwerpunkte jetzt hier, wenn man mal sieht, die räumlichen Schwerpunkte, da sieht man, dass sich hier zwischen Salzgitter und Wolfsburg eine Stärke ausgibt. Wir haben ganz unterschiedliche Territorialentwicklungen mit ganz vielen Grenzen auch zwischendrin, was es uns erschwert, uns im Zusammenhang überhaupt zu denken. Das lasse ich aber jetzt alles beiseite, komme zurück nach Braunschweig und fange nochmal bei 671 Eroberung der Stadt. Da sah die Stadt so aus, also stark mittelalterliche Stadtmauer und man sieht, was die für Schwierigkeiten hatten, die Stadt zu sichern, weil von Süden die Oker hier reinfloss. Die Stadt ist durchflossen von ganz vielen Armen der Oker, auch die auch unterirdisch heute noch da sind, teilweise oberirdisch. Und 1671 ist es den Herzögen gelungen, dann diese Stadt zu erobern. Und das haben die anschließend gemacht, nachdem sie gemerkt hat, die Stadt ist nicht sicher, man kann sie erobern, mussten sie natürlich erstmal eine Befestigung anlegen. Und zwar in einem Maß, oder das, was der Zeit entsprach, solche barocke Stadtbefestigungen mit Bastionen, Ravelins und so weiter. Wir sehen, das sind also geradezu ein Kriegsschiff, was sich da darstellt. Also ganz das Muskelspiel, was da gezeigt wird, natürlich mit entsprechender Überzeichnung, Überhöhung, auch die Kirchtürme, das ist alles, man sieht das, was das für eine wahnsinnige Kulisse auch hier ist insgesamt. Das waren frühe Formen des Stadtmarketings, mit solchen Veduten haben die sich untereinander gezeigt, was sie alles so können und was sie drauf haben. Und wenn man das mal so von oben anschaut, nicht, so ein Stadtgrundriss, das ist ja fantastisch, übrigens in Braunschweig ganz fantastisch dokumentiert, alle Schichten, das liegt gerade auch an den Herzögen, dann sieht man mal, welche Fläche da beansprucht wurde, um diesen Strahlenkranz hier um die Stadt zu legen. Sieht ja fast aus, in der Tat sieht das Herz der Stadt, das sieht aus wie Herz Jesu, diese Strahlenkranz oft in den katholischen Kirchenabbildungen, sieht man das so ausstrahlen und das ist fast so ein Bild dafür. Und wir sehen es hier nochmal auch im innerhalb des Landes liegen, diese unglaubliche Anlage, die um 1750 hier herum errichtet wurde, zu einer Zeit, als die Stadt also 22.000 Einwohner hatte. Kann man nochmal durch fünf teilen, das waren fünf Stadtteile, da kommt man auf 4.000 bis 5.000 Einwohner maximal. So, das war die Struktur. Und wenn man mal reinschaut, das finde ich immer nochmal interessant, man sieht tatsächlich diese verschiedenen diese Märkte. Man kann auch erkennen, wie die Märkte so von außen angedient wurden. Hier eben der Eingang, heute Zellerstraße, dort oben, ja, das, und dann die Verteilung hier auf diesem Markt, der andere, die Hauptmarkt, hier der Altstadtmarkt, und Kohlmarkt. Man kann so regelrecht sehen, wie das Straßensystem die Intensität der Vernetzung auch darstellt. Die hatten durchaus zwischen ihren Stadtteilen jetzt hier ihre Grenzen. Nicht? Also hier war noch hier sind schon Bauten drin von Herzog, der hat hier die Märkte dann nicht mehr ganz so ausgeprägt. Also wir schauen den Grundriss nachher nochmal an. Hier sehen wir nochmal dann die fünf Stadtteile, das mit ihren eigenen Rathäusern, mit jeweils ein Rathaus, Markt und Kirche, das ist immer das Typische, was die europäische Stadt kennzeichnet. Und das hatten wir hier gleich fünffach.
Und das ist schon eine Besonderheit, und deswegen ist Braunschweig auch sehr groß gewesen im Mittelalter, schon im Vergleich auch zu anderen Städten, eine der größten Städte. Nürnberg war natürlich größer, Straßburg war größer, Köln war größer, aber dann sind wir schon bald bei Braunschweig in der Stadtgröße. Und das ist auch das Problem, die Größe der Stadt hat auch noch bis in die heutige Zeit Schwierigkeiten, das, was Verkehr betrifft, die Probleme, die wir mit den Achsen dadurch haben, die man sich gerne geringer wünscht, die haben was zu tun mit dieser sehr starken Größe. Wir sehen hier nochmal eben mit den Farben den Burgplatz und den dazugehörigen Bezirk hinter der Burg, heißt eine kleine Burg hier, das, was dazu unmittelbar dazugehörte, Altstadt, Neustadt, Hagen und Altewiek und Sack, die hatten keine eigene Kirche, die waren sozusagen an den Dom mit angehängt. Aber ein eigenes Rathaus hatten sie auch. So, und das sieht man, das ist so die politische Ordnung, wobei das gemeinsame Rathaus war dann Altstadtmarkt, die Dornse, haben sich die dann gemeinsam noch abgestimmt, die haben sich schon untereinander koordiniert, die haben nicht jeder für sich allein Planung gemacht. Wäre ein Beispiel auch für eine regionale Entwicklung. So, und dann muss man sich dann nach dieser, diese Wallanlagen haben also 50 Jahre Bauzeit, 50 Jahre gelegen und dann hat man wieder angefangen, konnte man es abbauen wieder. Und das war dann die Umwandlung, das ist der nächste Schnitt, der die Stadt in der Morphologie sehr stark geprägt hat. Der Umbau der Wallanlagen von 1803 bis 1831 von Peter Josef Krahl. Das ist, muss man sich vorstellen, ein Bauvorhaben über 30 Jahre, da braucht man langen Atem. Da hat man natürlich auch einen Herzog, der den Willen hatte, das kontinuierlich durchzuhalten. Wenn wir das mit unserer heutigen Fraktion anfangen würden, ich glaube, das würden wir nicht hinkriegen. Da ist es sehr schwer, einen solchen langen Atem zu entwickeln. Aber das ist gelungen und dieser Umbau von Peter Josef Krahl hat natürlich hier ein fantastisches System geschaffen, also diese wahnsinnigen Erdmassen wieder zurückzubügeln, glatt zu bügeln und das Ganze teilweise finanziert, deswegen haben wir diese Villen auch da rundherum, diese Grundstücke, refinanziert durch den Verkauf von Grundstücken und Villen, aber dann eben auch die Öffnung nach außen, denn durch die vielen Manufakturen und die produktive Entwicklung, die dann in Gang gesetzt wurde, nicht nur hier alleine, sondern auch in ganz Europa, aber das war dann durch den Kunstdünger, die landwirtschaftliche Produktion, es wurden Menschen freigesetzt und kamen in die Städte. Also die platzten aus allen Nähten. Und da war das ein ganz wichtiger Schritt, der hier auch schon sehr früh schon eingeleitet wurde und durchaus beispielgebend ist und Klassizist in der klassizistischen Form mit dem wunderbaren Schmuckplatz hier unten. Das ist hier die heutige Kennedy-Platz. Wenn man sich das anschaut, kann man nur wehmütig werden, ja, dass so bestimmte Dinge erkennen sie auch wieder. Aber das ist eine tolle, großartige Stadtanlage. Wie ist es gekommen dazu? Nun, der Herzog, der kam jetzt von Wolfenbüttel hier an und wollte an sich, hatte hier sein Schloss errichtet. Wir haben hier schon allerdings, ich gehe nochmal einmal zurück. Hier ist noch das erste Schloss von Korb. Ein sehr freundliches Schloss mit ausgestreckten Armen, so der Bevölkerung gegenüber. Aber es war auch, man sieht hier keine Achse oder irgendwas hinein, sondern der musste hier unten sich durch die Altstadt hier über den Altewiek-Markt hier quälen und dann irgendwie da reinkommen und der hatte keinen besonders repräsentativen Zugang. Als in das Schloss abgefackelt wurde, dann hat er Neues gebaut und das sah dann geradezu umgekehrt aus, nicht? Also dann hat sich noch den Rücken zur Stadt eigentlich schon, muss man fast sagen, von der Körperhaltung her und dann der Versuch eben über dieses System ein repräsentatives Straßensystem zu bringen, wo er dann besser an das Schloss rankommt. Und da man merkt es, wenn er gekonnt hätte, wäre er auch damals da durchgegangen mit Achsensystem. Aber das war natürlich nicht so einfach möglich mit den Braunschweigern. So, das ist so die Grundfigur und das ist so ein Prachtexemplar, einer der schönsten Schmuckplätze in Europa, den wir hier haben, eine Stiftung der Braunschweiger Bürger und ihre Herzöge. Und die nächste Phase, das war bis 1830, dann kommt nach der Öffnung dieser Beseitigung dieses Gürtels um die Stadt herum, kommt die Stadt so richtig in Schwung, Industrialisierung setzt ein, Bevölkerungswachstum muss irgendwo lokalisiert werden, muss Angebot gebracht werden. Das ist dann hier Ludwig Winter, der ja auch hier dieses Rathaus hier 1900 gebaut hat, bis ins Detail, wenn man mal da draußen hier diese Beschläge ansieht, alles noch von ihm per Hand gezeichnet, beziehungsweise auch von seinen Mitarbeitern. Eine Zeit, wo wirklich der Städtebau eine hohe Bedeutung hatte, nach Camillo Sitte aus Wien, ganz mit die Kunst des Städtebaus jetzt hier, die auch hier angewendet hat. Dazu gehört auch der Umbau, beziehungsweise die,
die Erfindung der, die Neuerfindung der Burg. Denn was da damals stand, nur so mal als Bild, das war das hier, die Reste der Burg, die dann im Laufe der Jahrhunderte runtergekommen waren und von verschiedenen Planungen auch vollkommen aufgelöst werden sollten. Es gab eben auch von Kral Planungen, hier mit einer Achse da über den Platz zu gehen. Also man hat sich schon früher auch ziemlich frei über solche Sachen auch auseinandergesetzt. Aber dann kam diese romantische Phase des Historismus auch hier hinein und dann auch, das war alles, wie gesagt, was man hatte, nicht? Und dann der Versuch, jetzt das Thema Mittelalter wieder so zu rekonstruieren, so wie das Rathaus ja auch ein Spiel ist mit der Erinnerung, nämlich die Rathäuser im gotischen Stil, die Neogotik, nicht? Der Historismus, die Neogotik hier zu verwenden. Das war eine Phase, wo man aufgrund dieses wirtschaftlichen Erfolgs mit Industrialisierung, Eisenbahnbau und so weiter, das Gefühl hatte, man kann über Raum und Zeit verfügen. Und dann haben die deswegen auch in allen Stilen gebaut. Der Historismus ist immer etwas diskriminiert, aber er hat schon seine eigenen Stärken entwickelt und wir merken heute auch, was daran an Qualitäten ist. Also auch das ist hier ein Wiederaufbau, ein sehr freihändiger Wiederaufbau, sogar eine Art von fantasievoller Rekonstruktion, muss man sagen. Und gut, das ist inzwischen für uns sozusagen auch so ein dauerhafter Mittelpunkt, den können wir uns auch nicht mehr wegdenken. Das ist für mich auch ein Punkt gewesen, wo ich dann irgendwie gemerkt habe, die Braunschweiger haben schon einen eigenen Umgang mit der Geschichte. Das heißt, das Thema Wiederaufbau, Rekonstruktion, Translozierung zieht sich komplett durch die Stadt durch. Wir können an so und so vielen Stellen nachfragen, sodass man, oder man muss fast immer nachfragen, ist das Gebäude aus der Originalzeit, hat es immer wieder gestanden, war es schon mal woanders. Also das ist, ich weiß nicht, also ich bin jetzt in der Beziehung, war ich bis dahin noch kein Braunschweiger, ich habe es aber verstanden inzwischen. So, und hier sehen wir nochmal diesen Plan. Und wenn wir jetzt nochmal das Thema Netzwerke sehen, das ist für mich schon bedeutend. Das war ja so eine, eigentlich war das eine Art Intranet, ja, das war außen geschlossen und ineinander hat man kommuniziert. Aber rein und rauskommen, das war nur mit Kontrolle und sehr dezidiert und so weiter. Und mit der Öffnung und der Erweiterung hier, da wurden natürlich jetzt hier das ganze Netz, wir sehen es auch wirklich, ein richtiges Netz, das ist ein städtisches Netz, ganz neutral und offen, diese gründerzeitliche Struktur. Da ist keine allzu starke Hierarchisierung drin. Ein Netz entwickelt, was rundherum Potenzial bietet für eine große Weiterentwicklung, die bis heute trägt. Das muss man sagen. Und das ist eigentlich auch die, in anderen Städten, das ist auch typisch für die ganzen die meisten europäischen Städte, vor allem die deutschen Städte, dass wir diesen gründerzeitlichen Entwicklungsringen da drum haben mit diesen Strukturen. Ja, das ist alles in der Mitte angelagert. Die Stadt, wie gesagt, ist für mich das Gedächtnis der Stadt. Da sind diese Ebenen drin aufgehoben. Und wenn wir sozusagen etwas weiterentwickeln, müssen wir aus diesen Grundstrukturen heraus entwickeln. Aber das Gedächtnis hat einen ganz heftigen Einbruch bekommen mit der Zerstörung. Kriegszerstörung. Wenn man das sieht, was hier an diesen ganzen weißen Flächen, was da alles kaputt gegangen ist, also das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen, also vor allem Generationen, für die das schon weit zurückliegt und in der Vorzeit liegt sozusagen, dann ist das besonders schwer zu verstehen. Ich bin sozusagen in den letzten Kriegsmonaten, ich bin bei der Bombardierung geboren und ich habe also keine unmittelbare Erinnerung, aber das, was ich dann gesehen habe, das sah so aus, wie wir das nachher gleich hier vom Braunschweig sehen. Hier sehen wir die Schadenskarte, das Hellgelb ist vollständige Zerstörung. Da, wo die Ränder sind, ist eine Teilzerstörung. Nur das Graue war dann noch relativ unzerstört, nicht? Und da sehen wir das hier im Magniviertel, da um den Kohlmarkt herum und zur Burg rüber, also in dem Bereich und auch hier nochmal im Michaelisviertel, dass da noch Reste geblieben waren. Ansonsten sah die Stadt so aus. Also für die Nicht-Braunschweiger, man spricht von einer Zerstörung von 94% der Innenstadt. Also. Ja, es ist immer schwer, sowas zu beschreiben, aber wenn man das sieht, wird einem deutlich, welche Leistung nach dem Krieg erbracht worden ist, um das in den heutigen Zustand zu bringen. Das ist so lange nicht her, nicht? Also das ist 50 Jahre ist da für so eine Stadt, ist ja kein Zeitraum. Man sieht hier, die Stadt immer aus Holz gebaut. Hier rechts ist die Andreaskirche da im Bild. Ja? Und Sie sehen, was stehen geblieben sind, die Schornsteine, die aus Stein, alles andere ist runtergebrannt. Das war die größte Fachwerkstadt Europas. Und ich habe eine Überblendung. Ich habe ein Bild von Herrn Sander, aus dem Archiv von Herrn Gerhard Sander. Sie sehen hier,
den Dom. Hier unten ist der vom Andreaskirche runtergeschaut. Hier unten ist die alte Waage sozusagen jetzt hier unterhalb unserer Füße. Und so sah die Stadt im Gefüge aus. Es war natürlich eine unglaublich dichte mittelalterliche Stadt mit auch hygienischen Problemen natürlich. Und deswegen war die Öffnung der Stadt auch notwendig. Und jetzt kommt die Überblendung. Und so sah sie nach der Zerstörung aus. Und ich hab versucht, die Bilder zur Deckung zu bekommen. Also natürlich den Dom konnte ich erkennen. Und dann habe ich hier das Einzige, was ich gefunden habe, war dieser Laden da von dem Gebäude. Ich gehe nochmal zurück. Da sehen Sie den Laden. Das ist dieses Gebäude da in der Überblendung. Nicht, das ist da noch im Rest stehen geblieben. Und man hat es dann notdürftig hier als Behelf dann entsprechend weitergenutzt. Alles andere war Schutt, der abgeräumt werden musste. Der ist zum Teil zum Großteil schon beseitigt hier. Nicht? Man sieht diese Wildnis, die da war. Also das muss man sich einfach nochmal klar machen, welche unglaubliche Leistung dahinter steckt, das alles bewältigt zu haben und dann wieder in zumindest den heutigen Zustand zu bringen. Deswegen ist. Ja, von wann ist das Bild? Das muss Anfang 48 oder Anfang 50 sein. Also hier sind schon die ersten hier Häuser da, nicht, die heute noch stehen. Genau Datum habe ich da nicht von, aber es ist Anfang 50er Jahre. Vielleicht auch noch Ende 40er Jahre. Also eine unglaubliche Entwicklung. Deswegen kann man, wenn ich jetzt also auch Fremde über die Stadt oder überhaupt über die Stadt höre, wie schrecklich manches ist. Also man muss sich das zu Gemüte führen. Und dann wird man ein bisschen ruhiger und sagt, mein Gott, was haben wir für Qualitäten, worüber diskutieren wir eigentlich? Das andere Beispiel hier, das war die breite Straße, die war nun aus Stein. Da haben die Patrizier gewohnt, eine unglaublich für damalige Verhältnisse eine repräsentative Straße. Und auch hier die Überblendung. Naja, was ist da geblieben? Das ist ein Teil der Umfassungsmauern. Ja. Gott sei Dank ist hier die Dornse wirklich eine wunderbare städtebauliche Anlage zusammen mit Markt und Martinikirche. Ist weitestgehend stehen geblieben. Auch da gab es, glaube ich, Schäden. Weiß ich aber nicht genau. Petrikirche im Hintergrund. Also hier war bis auf diese paar Steine war kein Stein auf dem anderen mehr geblieben. Und das muss man sich immer klar machen. Das heißt, so, das war jetzt die Ausgangssituation nach dem Krieg. Wie fangen wir jetzt wieder an? Und da ging es dann folgendermaßen, hier nochmal so Bilder, wie es dann aussah heute. Dann jetzt, es gab eben die Kirchen, die sind weitestgehend dann doch auch erhalten geblieben. Aber das Umfeld, die Umfelder waren natürlich zerstört. Dann, was hat man gemacht? Das erste Thema war das Thema Wohnungsbau. Wohnungsnot war eklatant, abgesehen, wir haben am Halbberg gebaut, also dann hier und andere Entlastungsbereiche. Man wollte auch natürlich, in diese zerstörten Städte wollte auch keiner anfangs mehr zurück. Dann eben verstärkt Wohnungsbau und das ist dann auch hier in der Stadt erfolgt. Da ist etwas passiert mit der Stadt, was auf der einen Seite jetzt verständlich ist, was aber heute durchaus für mich auch ein gewisser Nachteil ist, nämlich, dass teilweise große Wohnungsbaugesellschaften aus den früheren parzellierten Stadt, der kleinteiligen Stadt, wurde dann durch die Wohnungsbaugesellschaften wurde dann ein gesellschaftliches Eigentum. Das, ich brauche es noch, also ich... Also ein bisschen Licht auf das Video und so. Okay, jetzt, ja. Ja, okay, gut. Das ist etwas, was die Stadt natürlich fundamental geändert hat. Während vorher Haus für Haus immer andere Eigentümer und damit sehr komplexe Verhältnisse waren, sind es nachher noch einige Wohnungsbaugesellschaften. Und die Eigentümer, viele der Eigentümer sind dann irgendwo draußen gelandet nachher nach dem Krieg, wie wir ja wissen. Und das prägt natürlich auch diesen Raum. Aber wir sehen gleich hier dran, was da auch nach dem Krieg hier passierte, nämlich die Frage Wiederaufbau, ja oder nein. Das war eine bundesweite Diskussion damals. Und hier ein Beispiel aus Münster, die haben sich ganz dezidiert dazu entschlossen und wurden deswegen verlacht. Die haben auf dem alten Stadtgrundriss wieder aufgebaut, die haben weitestgehend ihr Gesicht wiederhergestellt. Ja, und haben, also man sieht das hier, die hatten auch einen fantastischen Stadtgrundriss. Und ich sehe das hier, weil hier ist das Schloss und hier ist die ehemals Burg. Man sieht auch hier die barocken Anlagen, ist deutlich, hat nicht die Größe wie Braunschweig, dann kann man auch erkennen. Weitgehend erneuert und sie haben so bestimmte Materialien, die den Zusammenhang gegeben, Zusammenhang hergestellt haben: Naturstein, der Gewände, der Fenster und der Ziegelbau und so weiter. Und die andere Stadt als Gegenbeispiel, Hannover, die Tabula Rasa gemacht hat, wie die Moderne das gerne wollte. Also da gab es eben diese zwei sehr stark polarisierten Positionen, die sich gegenseitig beschimpft haben geradezu.
Und Braunschweig hat in diesem Fall einen Mittelweg gegangen, nämlich Tradition und Moderne in Kontrast zu setzen. Also hier auf den einen Seite, und das lag natürlich an der Struktur dieser Stadt, diese alten Märkte und so weiter, die wieder als Traditionsinseln zu bewahren und auch wieder herzustellen in dem Umriss und auch im Teil der Architektur, wenn es ging. Und zum anderen kontrastreich dazu, die Moderne zu bringen. Das liegt auch daran, dass wir hier eine Hochschule für Architektur haben. Und das liegt auch an Friedrich Wilhelm Krämer, der damals die Moderne sehr stark vertreten hat. Und auf der anderen Seite Dr. Kurt Seelecke, der hier als Konservator sehr stark hier versucht hat, diese Kulturschätze zu retten, die auch in der Stadt schon gesehen hat. Er hat auch noch andere Schätze gerettet. Er hat dann die ganzen Kunstschätze im Herzog Anton Ulrich Museum hat er für die Stadt gerettet unter ganz besonders dramatischen persönlichen Einsatz. Und das waren so zwei Positionen, die vertreten wurden, und das war eine Art Deal, kann man auch sagen. Mach du die alten Plätze, und wir ansonsten kümmern wir uns ums Neue. So kann man das so verstehen, vielleicht auch die Strukturen. Und so sehen wir dann hier, das ist aus unserem städtebaulichen Leitbild, es sind so verschiedene Foki, die jetzt hier, so wo das Historische bedeutsam ist, Ägidienkirche, die Magni-Kirche, Michaeliskirche, der Altstadtmarkt mit Martini, hinten der Brüdern, das leidet da rundherum noch sehr stark, Andreaskirche und Katharinenkirche mit den Märkten jeweils dann dazu. Das sind so die historischen Orte für diese Traditionsinseln, wobei nur die wesentlichen, diese hier, die wurden dann entsprechend tatsächlich ausgebaut. Die leiden ja alle noch bis heute darunter, also gerade auch Ägidienkirche dort unten, das ist eine katastrophale Situation, aber auch der Hafenmarkt ist dann mit dem Verkehr so belastet. Das lag jetzt daran, dass man natürlich hier die Verkehrsstraßen eingebaut hatte. Aber das ist etwas, was natürlich für uns heute nach wie vor den Raum prägt. Und wenn wir mal näher reinschauen in den Stadtgrundriss, dann sehen wir, alles das, was jetzt hier gelb dargestellt ist, sind noch die ursprünglichen Führungen der Straße. Führungen, also das sind noch die alten Trassen. Lag zum Teil daran, dass da unterirdisch die ganzen Installationen lagen, ja, die ganze Kanalisation und so weiter. Und die haben einen hohen Wert gehabt. Also sehen wir, dass eigentlich der Großteil noch aus mittelalterlich geprägt ist in der Stadt, vom Stadtgrundriss. Dazu eben natürlich als besondere Orte die Plätze, die dann immer einen besonderen Stellenwert haben. Und wenn man aber mal schaut, welche dann auch noch in der dritten Dimension vom Raum her die gleichen Proportionen haben und die auch noch möglicherweise noch die alte Architektur haben, also noch Bauten aus dem Mittelalter, dann haben wir zum einen, das sind noch die Räume, alles die mittelalterlichen Räume, die in der ursprünglichen weitestgehend die ursprüngliche Proportion haben, also die Raumbildung. Und da, wo auch diese Hellhornkanten sind, da sind auch die Bebauung dann, das Originale dann eigentlich noch. Ja? Sodass man merkt, dass wie klein eigentlich die Bereiche sind, die tatsächlich jetzt nicht noch Mittelalter in der Gesamtheit repräsentieren. Nun muss das ja kein Ziel sein, wir wollen ja auch nicht im Mittelalter leben, aber nur ist es wichtig zu erkennen, wo das ist. Das ist für mich sehr wesentlich. So, und wenn man dann die Stadt anschaut, sieht man, dass sie doch wesentlich ihren öffentlichen Raum wiedergewonnen hat, mit Plätzen und Straßen. Das ist so, dass die ist in allen jetzt sehr geläufig hier, nicht mit Altstadtmarkt, an der Martini-Kirche, ist nicht der Eiermarkt, das ist nämlich, das heißt hier unten Eiermarkt, ja, das ist immer so schön, das ist ja eine schöne Dualität, diese beiden Plätze. Ja, und das ist schon eine Leistung, soweit den Raum schon mal wiederhergestellt zu haben. Funktioniert hat das hier, muss man sich mal jetzt nochmal eine Abstraktion dieser Schadenskarte und die ersten Planungen hier von Juli 45, im Mai 45 war der Krieg zu Ende, im Juli 45, also 2 Monate später, legen die eine Planung vor, das ist eine Abstraktion jetzt, ein paar Linien durch für die neuen Trassen, die durch die Stadt Verkehrstrassen. Diese punktierten Linien, die ich hier drin habe, durch Michaelisviertel und Magniviertel, das war die Trassenführung, die vorgesehen war. Da sollte diese Ost-West-Trasse durchgeschlagen werden. Das heißt, die wollten auch die letzten Reste der erhaltenen Stadt, das, was wir gerade eben gesehen haben, die mittelalterlichen Strukturen, vollständig beseitigen. Das war der Ansatz der Moderne. Also das hatte keinen Wert offensichtlich. Und zum anderen, die Achse, die kennen wir jetzt ja, von Kennedy-Platz oben zum Hagen, zum Wendenring raus, Wendentor raus. Und das ist hier Zellerstraße und diese Achse, das sind die Straßen, die uns jetzt geläufig sind, auch hier diese hier, Gülbenstraße. Das war das Verkehrssystem, was man dann etabliert hat. Wobei wir sehen, dass diese eine Achse hier unten nicht dadurch geschlagen wurde. Das sehen wir gleich nochmal. Da ist dann zwischendurch was passiert in der Zeit.
Aber die Idee, in der Mitte einkaufen, das war noch die kleinere Form, da gibt es noch einen weiteren Verkehrsring rum für die Busse etc. Und dann dieses Hauptsystem, was da außenrum gedacht ist, Parkhäuser, also der systematische Ausbau der Innenstadt in Richtung Einzelhandel verkaufen als vor allem. Wir sehen auch nochmal, wie viel so, wie die Räume verändert wurden dann hier, was dann noch so strukturell beseitigt wurde, teilweise Bausubstanz, teilweise eben nur die Grundstücksgrenzen aufgehoben. Und dadurch hat sich natürlich erheblich der Charakter verändert. Das ist das gleiche Bild, gleiche Perspektive. Das sind zwei verschiedene, das sind gar nicht mehr die gleichen Plätze, gleichen Orte geblieben, das ist klar. Aber da wurde also der Anspruch des Verkehrs wurde dann sehr, sehr großzügig umgesetzt, muss man mal vorsichtig sagen. Und das ist auch, stellt auch das Dilemma bis heute dar. Ich zeige Ihnen jetzt der alte Handelsweg, der die Stadt mit generiert hat, der vom Altstadtmarkt, Hagenmarkt, dann über den Damm läuft. Das ist diese Achse hier. Nicht? Wir sehen das gleich nochmal. Ich mache eins weiter hier. Das ist der alte Handelsweg, die alte Reichsstraße 1, spätere B1, Bundesstraße 1. Die wurde ja auch nach dem Krieg zum Teil noch befahren, diese Strecke hier. Nicht mehr als Bundesstraße, aber zumindest als Verkehrsstraße. Und das war das Ziel eigentlich jetzt hier, diese andere Achse, sollte eigentlich jetzt hier quer durchlaufen, hier das abräumen und da hinten rausgehen. Das war so, denn der Waisenhausdamm ist bereits der Anfang dieser Achse. Ja, der Waisenhausdamm ist die komische Lage, die plötzliche Proportion, da ist ja nicht so ganz verständlich. Und dann endet die da vom Hortenbau. Ist nicht ganz verständlich, aber man versteht es, wenn man sich klar macht, diese Planung war vorgesehen. Und dann gab es langsam den Widerstand, wir wollen doch entsprechende Reste unserer Stadt auch behalten. Das war dann in den 70er Jahren, gab es dann den Übergang von der Flächensanierung. Damals wurde das Beseitigen von Altbausubstanz wurde vom Bund finanziell gefördert. Also es gab richtig Geld dafür. Und erst dann Anfang 70er Jahre nach Widerstand gab es dann, wir müssen auch Geld dafür modernisieren, wir wollen doch nicht ganz alle Geschichte verlieren. Und dann, so ist meine Vermutung, ist dann diese Planung, ist sozusagen die Straße versetzt weitergeführt. Und auch in einem Maßstab, der nicht ganz verständlich ist. Also es sieht dann so aus, ja, der nicht so ganz verständlich ist, warum das in diesen Dimensionen passiert ist, Georg-Eckert-Straße. Und das Irre ist, die wollten die Straße auch weiter in dieser Querschnitt weiter durchführen. Genauso wie man den Gaußberg abtragen wollte, von der Hamburger Straße, um quer durch die Stadt die Hamburger Straße durchzuschlagen. Also es sind so verschiedene Lebensträume, noch im Raume, auch nach wie vor, die auch nachwirken. Das sind Interventionen in den Stadtraum, die jetzt wirklich problematisch gewesen sind, bis heute problematisch sind. Man versteht auch, dass dann das Kaufhaus hier aufgesetzt wurde. Man hat dann gesagt, na gut, okay, wenn wir da nicht durchkommen, das ist der alte Handelsweg, das ist die prominenteste Lage. Und alle müssen durchs Kaufhaus durch, so ungefähr. Aber gleichzeitig hat man diese Schneise reingebracht, den Bohlweg, Sturmstraße, Bohlweg. Und das hat natürlich jetzt zu Verwerfungen geführt. Also das sind die problematischsten Orte, Bohlweg, Georg-Eckert-Straße, Waisenhausdamm, Sturmstraße, Kennedyplatz. Das nur mal noch so mit einem Vor- und Rückblick. Das war die Ruine vor dem Abbruch 1961. Also es war noch eine Menge da, es gab auch viele Möglichkeiten. Und das hier war dann die Situation nach dem Bau dieser Georg-Eckert-Straße und des Bohlwegs. Hier ein Luftbild und Sie sehen es hier dann, Der Schlosspark, der 1973 dann eingerichtet worden ist, also das war nicht die Situation, sondern der Wettbewerb war 1973, das ist das Ergebnis. Mein persönliches Schicksal, was mich mit Braunschweig verbunden hat, bevor ich hierher gezogen bin, nämlich schon 1973, dass wir an dem Wettbewerb teilnehmen wollten und wir damals von der Stadt Braunschweig einen Stapel Unterlagen bekommen, die Planungsunterlagen bekommen haben dazu und wir erhielten also nicht nur eine große Rolle mit Plänen, sondern auch so einen Stapel gefalteter Pläne, weil diese Straßen gab es noch nicht. Wir haben die Pläne auseinandergefallen, das weiß ich wie heute. Ich habe immer drauf geguckt, wo ist denn jetzt die Stadt Braunschweig? Es waren Ausbaupläne für eine Autobahn, so haben wir gedacht. Das ist ja, haben wir gedacht, Moment, das sind die falschen Pläne, das ist eine Autobahnplan. Haben wir, also ernsthaft, das ist nicht keine Karikierung jetzt. Dann haben wir uns damit befasst, haben wir festgestellt, dass das eine komplette Neuplanung war. Das gab es ja nicht, das Schloss, das war ja hier die wie heißt sie? Die Eckert-Schule oder was? Nee, die Straße hier, das ist die Ehrenbrechtstraße. Ehrenbrechtstraße war das hier, die bis hier oben führte. Also quer da durch und auch mit dem Ziel, am Museum vorbei, das entsprechend auch auszubauen. Wir haben die damals gefragt, haben sie etwa vor, diese Straße auch vor dem Museum, weil das schien uns wirklich ein Problem zu sein, haben sie vor, das entsprechend auszubauen? Das ist ja natürlich, das ist eine Perspektive. Wir sehen auch schon weiter hinten, sieht man auch die zurückgesetzten Häuser schon, diese Apotheke dann da.
die dann oben weiter ist. Mhm. Ne? Die steht schon in der vorgesehenen Flucht. Und dann daraufhin haben wir gesagt, haben wir das überprüft. Wir hatten ein sehr, sehr gutes, war in einem sehr guten Planungsbüro. Ich hatte gerade 2 Jahre mein Diplom. Dann haben wir das überprüft, auch vom Verkehrlichen her, und gesagt, die Verkehrswende gibt es überhaupt nicht. Die Hälfte des Verkehrs wird es auch nicht geben. Die Hälfte des Verkehrs reicht aus, denn wo soll ein Verkehr hierher kommen plötzlich für eine solche Straße? Und wir haben gesagt, wir brauchen nur die Hälfte, wir machen nicht Vorschläge, wir brauchen nur die Hälfte, das können wir alles dem Park zuschlagen, auch hier vom Hohlweg, und wollten das als Alternative machen. Und die Stadt hat uns dann damals, das war ein Herr Planungsamtsleiter Böhme, glaube ich, die haben uns dann klar gemacht, es werden keine Alternativen akzeptiert, entweder die Planung oder nicht. Ne? Daraufhin haben wir unter Protest die Planung zurückgegeben. Das heißt, ich habe zu einem Zeitpunkt, wo hier die Hauptfehler passiert sind, bereits nichts ahnt, dass ich hier mal landen würde, das hier schon kritisch vermerkt. Umso interessanter war es dann natürlich, als ich dann genau 30 Jahre später gefragt werde, wie man mit einer solchen Situation umzugehen hat. Das ist also ein merkwürdiges, persönliches Schicksal und auch Herausforderung, zu sagen, Moment mal, jetzt müssen wir ja irgendwas mal richtig machen an der Stelle. Und zumindest eins müssen wir lernen, an der Stelle mit dem Verkehr anständig umzugehen. So, das war diese an sich die Zumutung, muss man sagen, diese Frage zu beantworten. Aber ich konnte natürlich schlecht als Hochschullehrer für Städtebau nicht sagen, das kann ich nicht. Sondern mein Glaube war ja auch, man kann wirklich noch vieles dran gestalten. Und ehrlich gesagt, anfangs dachte ich, man muss es verhindern. So wie viele auch bis heute noch denken. Man muss es verhindern, aber wenn man sich natürlich mal mit einer Region befasst und einer Stadt Wolfsburg, die längst die oberzentralen Funktionen der Stadt abgenommen hat und wo Braunschweig schon viele oberzentrale Funktionen im Lande verstreut hat, da muss man sagen, und die Stadt gesehen hat, Innenstadt, welche Lethargie dort war, wie runtergekommen viele Situationen waren, weil keiner der Immobilienbesitzer, die es ja inzwischen dann als Eigentümer sind, keiner mehr investieren wollte, dann muss man zu der Schlussfolgerung kommen, es muss in die Stadt. Sonst wird die Peripherie immer stärker und die Stadt blutet aus. Also es war eine schwierige Frage. Strukturell war die Frage vor allem, aber wie schafft man es, wenn jetzt hier ein gewaltiges Einkaufszentrum hinkommt, wie schaffe ich es, dass die Innenstadt nicht gefährdet wird? Das war natürlich die Herausforderung. Und da zeigte sich, dass dieses System um die Innenstadt und vor allem diese Nord-Süd-Achse ein ganz gefährliches Element war. Denn das befähigte hier den zukünftigen Nutzer ECE, befähigte dazu, ein autonomes System zu entwickeln, wo man die andere Stadt nicht brauchte. Deswegen war meine Aussage dann, wir haben hier rundherum eigentlich eine Art Zone. Ihr habt die Fußgängerzone und außenrum habt ihr euch eure eigenen Zonengrenzen geschaffen. Und das war die härteste Zonengrenze überhaupt. Wir sehen nachher noch einmal so ein Bild. Und das Wesentliche war also, wie schaffen wir diese Verbindung? Und für mich ist es einfach wesentlich, es zeigte, dass sich dieses System waren wirkliche Barrieren, so wie früher die Stadtmauern, die mittelalterlichen Stadtmauern, die Stadt beschränkt hat, so haben die versucht, mit solchen Systemen die Innenstadt zu monopolisieren. Und deswegen war für mich diese Vernetzung nach außen das wesentliche Thema. Also das, was uns immer mit dem Thema Internet bewegt, bewegt uns hier schon immer. Das heißt, ein offenes Netz, ein offenes System zu etablieren, zu dem jeder Zugang hat. Und nicht erst über technische Hilfsmittel auch vor allem. Und das war also das Ziel, wie schafft man es, das jetzt so, diese Verbindung herzustellen. Für das Thema Integration war das Wichtige natürlich, das war die historische Situation, man musste sich damit befassen. Wir konnten nicht einfach so tun, als wenn es ein neutrales Gelände war, das irgendwie zu bebauen ist, sondern natürlich die Frage, wie geht man damit um? Und deswegen war dann die Folgerung von uns und von mir zu sagen, ich kann, was das Bauliche betrifft, mit dem alten Standort umgehen, ich kann das alte Volumen definieren. Und ob man das modern oder wie auch immer macht, oder wieder aufbaut, das war anfangs ja gar nicht klar. Das ist eine andere Angelegenheit. Aber, und ich brauche bestimmte Systeme, Verbindungen, die wesentlich sind innen drin, als Fußwegverbindungen. Jetzt hier die Achse, die übrigens hier, das war die Achse von Kral, glaube ich, die darauf zielte, hier tatsächlich auch hier den Platz mal abzuräumen. Ne? Also, das ist aber natürlich eine ideelle Achse, die immer genau auf den Löwen zielt. Also, das sind so Fixpunkte in der Stadt, wie so eine Stecknadel und da wird der Faden dran gespannt und das ist hier präzise ausrichtend. Deswegen haben wir gesagt, das muss auch hier drin aufgenommen werden. Das ist die leider jetzt untergeordnete Querachse, aber die Wegeverbindung besteht und wird ja auch in Anspruch genommen. Das andere war für mich die Aussage, jetzt hier entsprechend das System der öffentlichen Räume zu qualifizieren. Straße, Plätze und in der richtigen Dimension. Also hier Platzbildung, Passage, das bewusst als Boulevard genannt, damit wir mal eine Raumvorstellung gewinnen, dass Verkehr und Fußgänger zusammen funktionieren können.
hier eine Doppelreihe Bäume als Promenade, die leider nicht gekommen ist, die da meines Erachtens absolut fehlt, das zum Thema Begrünung. Sie sehen auch, dass wir hier so nochmal zwei Baumpakete gehabt haben, die wir so einfach um den Raum stärker zu gliedern hier. Also das war so unser Gedanke dazu gewesen, weil wir haben nicht die Planung zu machen, sondern wir hatten Gutachten zu machen. Da haben wir uns sehr weit vorgewagt, um damit Sicherheiten zu schaffen, dass das Notwendige gemacht wird. Und das haben wir dann entsprechend hier auch in dem Stadtgrundriss verankert. Das heißt, die Entscheidung Wiederaufbau kam dazu. Auch da war ich anfangs Gegner eines Wiederaufbaus. Ich muss heute sagen, dass es mich in der jetzigen Qualität, bin ich glücklich, dass es gekommen ist. Denn also nur ein Kauf aus dieser Qualität, die wir jetzt sonst rundherum dort auch sehen, hätte uns einen gesichts- und geschichtslosen Raum weiterhin beschert. Und das ist eine Herausforderung an uns alle. Also man kann kritisch, das sehen wir nachher nochmal, kritisch zu stehen, wie immer man will, und das finde ich auch richtig. Aber für die Stadtentwicklung war das aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Baustein. Was nicht mehr gelingen konnte, angesichts des Verkehrs, der jetzt hier erzeugt wurde, die Georg-Eckert-Straße auf das Maß zu bringen, was ich früher gedacht hatte. Denn jetzt wurde sie gebraucht. Ja, das war jetzt notwendig für die Erschließung. Wir haben also alles Mögliche gemacht. Wenn Sie wüssten, welche Überlegungen tatsächlich ernsthaft diskutiert wurden, den Verkehr unterirdisch, ja, von unten kommt irgendwo unterirdisch aus der Stadt durch, hinten wieder rauszubringen, hört sich erstmal gut an, aber wenn man mal weiß, wie viele 100 Meter Rampen dazu erforderlich sind und was dann alles kaputt geht, oder den Verkehr hier rumzuleiten und hier über die Wallanlagen hier oben wieder zurück und dann wieder hoch, nur um die Idee der Fußgängerzone zu retten, nämlich um das an die Stadt anzubinden, zu glauben, dass man den Zusammenhang nur über eine Fußgängerzone herstellt. Und das war für mich die Herausforderung, die Aussage war, entweder schaffen wir es, den Verkehr zu integrieren, das waren über 30.000 Fahrzeuge, oder es geht nicht, das war meine ganz klare Aussage. Und das war der Zwang, war natürlich großer Druck dahinter, dass man sich damit auseinandergesetzt hat und dann tatsächlich zusammen mit Wermut haben wir die Lösung gefunden. Und allmählich kommen wir dahinter, dass wir den Verkehr auch noch ein bisschen weiter runter drosseln können, doch, sodass ein viel friedlicheres Miteinander in dem Raum möglich ist. Also mein Anliegen war, auch um diese Anbindung zu schaffen und einen Raum zu schaffen, der andere Qualitäten hat als der, den wir jetzt hier vorfinden. Das war die Situation vorher, das ist für mich so ein Referenzbild von dieser innerstädtischen Zonengrenze. Unüberwindbar, eine Barriere, wo in den Wegen parallel Fußgänger nur kanalisiert werden und gegängelt werden, wo man auch keine Möglichkeit hat, jetzt irgendwo mal zu queren, abgesehen, es ist wirklich per Ampel oder so erlaubt. Also wirklich eine volle staatliche Kontrolle über das, wie man sich dazu verhalten hat. Das ist das Gegenteil für mich, was ich vom öffentlichen Raum erwarte. Das war das, was wir vorgefunden haben. 4 Meter Bochstein, Bürgersteig, 40 Meter Fahrbahn, inklusive einem Radweg doch, kein Fußweg mehr und dann die Isolierung dieses ganzen Angelegenheit mit 4 Übergängen. Das war das Dilemma des Parks. Ich habe die 90er Jahre immer wieder in den Anlauf genommen und gesagt, hier bei der Stadt, nehmt doch eine Fahrspur weg damals hier von diesem hier, macht das ganze breiten Bürgersteig, Lampen aufstellen, den Park da öffnen und so weiter und für eine Überquerbarkeit sorgen. Ist 12 Jahre gelungen. Das war die Voraussetzung für den Todesschuss für den Park. Das war, weil der Park war bei niemandem in der Stadt wirklich richtig verankert. Das war immer ich habe selbst viel durchquert, tagsabends und so weiter, und habe die Szene sehr gut dort gesehen. Und das war das Problem, das natürlich dann auch nicht entsprechend man da hinkam und das abgelehnt konnte. Für mich war das ist heute das, was für mich wesentlich zählt, dass man hier eine gegenseitige Wahrnehmung zumindest hat und auch eine Durchlässigkeit hat, auch wenn es teilweise mit technischen Mitteln natürlich erzielt wird, aber Sie können inzwischen überall auf der Strecke die Straße überqueren. Und wir haben, also, und jetzt muss man sagen, es ist ja eine Menge dann passiert im Umfeld, das ist noch früher, Sie sehen, das ist ja alles inzwischen auch gemacht und so. Der Wiederaufbau von Stadt und Raum ist für mich noch lange nicht abgeschlossen. Wir haben hier einen Baustein eigentlich, aber es gibt ganz viele andere Bereiche in der Stadt, da kann man andermal drüber sprechen, wo wirklich ein Handlungsbedarf besteht und die sehr vernachlässigt sind, weil man immer nur auf die Mitte schaut. Nicht? Das ist der Punkt. Ja, ich bin nicht der Meinung, dass das Schloss jetzt eine kulturelle Glanztat ist, der Wiederaufbau dieses Schlosses. Aber ich kann es absolut verstehen und ich finde es für die Stadt ist es die beste Lösung gewesen, die denkbar war unter diesen Bedingungen. Es ist für mich eine Prothese für einen Kriegsversehrten. Mit der Beseitigung des Schlosses ist hier wirklich ein Bein amputiert worden
Und das Ding ist jetzt eine gute Prothese und man kann sagen, der Patient läuft und ist okay. Das heißt nicht, deswegen muss es ja nicht unbedingt als in den Feuilletons als kulturelle Hochleistung gebracht werden, was zum Teil mit der Anspruch auch vertreten. Das finde ich nicht. Aber es ist vollkommen in Ordnung. Wir können doch auch einem Patienten, werden wir doch nicht sagen, mein Gott, bist du selbst schuld, dass du dein Bein verloren hast oder amputiert hast. Bleib mal so. Das kann es ja auch nicht sein. Gut. Was gut ist daran, 13.000 Quadratmeter öffentliche Einrichtungen, das ist eine angemessene Nutzung. Wir können glücklich sein, dass die Rekonstruktion so präzise geworden ist, tatsächlich, und auch im Detail. Und auch jetzt hier die authentischen Bauteile, weit mehr als es beispielsweise bei der Frauenkirche ist, da sind ein paar Steine außen mit drin, aber nicht diese wesentlichen Bauteile, diese ganzen Skulpturen und so weiter. Und es ist ein ästhetischer Maßstab in die Stadt gekommen, der für viele erschreckend war. Das verstehe ich auch, wenn man sich das Umfeld anschaut. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem mit einem gewissen Anspruch bauen sollte. Nicht? Also im Gegenteil, und das ist etwas, was jetzt hier abfärbt. Wir sehen jetzt hier, inzwischen ändert sich ja da auch schon manches. Es war nie eine einheitliche Straße. Also historisch gesehen, das war vor der Zerstörung. Wir sehen kleinste Bürgerhäuser, dann auch schon Parzellen zusammengefasst, Vergrößerungen, eben gründerzeitliche Strukturen. Also ein wunderbares Kunterbund von unterschiedlichen Braunschweiger Typologien. Ja? Und eine Standardisierung auf der anderen Seite würde ich jetzt mir eigentlich nicht erwarten. Gut, verständlich, für mich vollkommen, ist auch in Ordnung, kann man über alles diskutieren, dass man da geteilter Ansicht zu sein kann und sein darf und sein muss, von mir aus auch. Aber das wurde mir dann teilweise angelastet. Die Widersprüche, die hier sind, das sind nicht meine Widersprüche. Das sind die Widersprüche von der ganzen Braunschweiger Gesellschaft. Also das ist ja so ein wunderbar, dann zu sagen, ah ja, das haben wir jetzt jemanden, da können wir das alles drauf projizieren. Das sind auch Widersprüche hier. Das ist ein Resultat der Georg-Eckert-Straße. Die Georg-Eckert-Straße zuerst, dann wurde das gebaut. Und man sieht schon, wie sich dieses Gebäude erdgeschossig abwendet. Die zeigt den Rücken und nur oben, die gucken in den Park. Und an dieser Straße würde keiner Mensch freiwillig bauen. Deswegen hat ein SPD-Versuch zusammen mit diesem Ritzi-Haus hier überhaupt diese riesen Lücke, die da noch drin war, zu füllen. Und nur mit dem Kunstprojekt und diesem Kunstgriff ging das anscheinend. Für mich ist es ein Haus in Unterhosen. Nicht? Also das ist also oder im Schlafanzug, wie mein französischer Kollege sagte. Ne? Das ist erstmal nicht verständlich, vor allem bei dem Inhalt. Nicht? Wenn das jetzt ein Kinderladen wäre oder sowas, kann ja noch kommen. Ich hätte gerne hier eine Baumzeile gehabt oder doppelte Baumreihe davor, dann wäre das etwas harmonisiert gewesen. Ein neuer Herzschrittmacher für die Innenstadt ist das Schloss in jedem Fall geworden. Man hat gesehen, welchen Entwicklungsschub das dann doch ausgelöst hat. Und die Geschichte ist noch keineswegs zu Ende in dieser Richtung. Es geht weiter. Ich zeige nochmal ganz zügig hier, was wir dann gemacht haben um diese Ost-West-Verbindung, das hinzukriegen. Das sind also diese drei Achsen, die wir hier herausgearbeitet haben, um diese Ost-West-Verbindung zu stärken. Das ist einerseits der alte Handelsweg, das ist diese B1, die alte Reichsweg hier, der eigentlich hier mit einer Passage durch den Hochtenbau müsste. Da muss unten mal aufgebrochen werden, da muss man mal eine richtige Passage durchmachen und dann ist dieser Weg wieder geöffnet. Das ist sozusagen, da ist es die Vielfalt des Angebots. Das Prinzip ist Vielfalt in diesem Ganzen. Da ist es das Angebot, Vielfalt. Dann haben wir den Weg der schönen Plätze genannt. Da ist es die Vielfalt der Räume. Das ist dieser Weg hier, wo dann die Plätze alle mit dem Thema Wasser übrigens dann auch ausgestattet. Das war für uns das Motiv, dann auch am Rathaus dann nochmal Wasser unterzubringen, weil das ist ein Leitmotiv, das ist für Kinder wunderbar, immer wieder mit dem Thema Wasser auf unterschiedliche Weise konfrontiert zu werden. Und das oben ist dann die lebendige Geschäftsstraße zwischen Brüdernkirche hier, Schild, Marstall, Rufholzchenplatz bis zum Theater, Vielfalt der Aktivitäten. Da sind auch alle möglichen Verkehrsarten und so weiter drin. Das ist nochmal eine ganz andere Charakteristik. Und das haben wir zugrunde gelegt, um dann zu Ausbaukriterien zu kommen, wie man damit umgehen kann. Und das war zum Beispiel dann das Gegenteil, nämlich wir haben nochmal dafür plädiert, Grün zu beseitigen. Also ist, Begrünung der Stadt ist nicht per se in Ordnung. Das würde ich sagen, ich würde das nicht zu irgendeiner Form von Diktat machen, sondern das Grün ist nur dann in Ordnung, wenn es die Morphologie und die Geschichte der Stadt ergänzt, wenn es die Qualitäten wirklich für die Nutzer bringt, aber nicht um nur das irgendwie einzugrünen, um möglichst nichts mehr von der Stadt zu sehen. Sie erinnern sich, hier stand eine Baumreihe, wenn Sie noch da waren, als hier noch der Parkplatz war, da standen hier so und so viele Bäume, die beseitigt wurden. Dann haben wir darauf hingewiesen, wir wollten auch hier, weil hier auch so eine, an sich diese Reihe verstärkt, ja,
wäre an sich noch mindestens ein weiterer Baum, möglicherweise sogar zwei wären, besser rauszunehmen, einfach um noch eine größere Offenheit zu bekommen in dem ganzen System. Hier sind inzwischen Bäume weggefallen, wahrscheinlich weil wir darauf hingewiesen haben, dass diese Architekturen durchaus Qualität haben. Hier dieses, das ist ja auch eine tolle Konstruktion hier von Winter, diese ganze Achse mit Polizei- und Gerichtsgebäude, die Staatsmacht, die sich hier zeigt, auch das ist ja alles an dieser Achse auch von der Regierung her da oben bis hier runter dargestellt. Das waren so Dinge, die wir dann vorgeschlagen haben und auch hatten wir auch vorgeschlagen, das Thema Wasser so eine Art Leitmotiv dann noch stärker zu machen. Hier sind nur ein paar Dinge dann gekommen aus Kostengründen, aber immerhin, manchmal sind sie auch an und abends leuchten sie dann auch manchmal, das ist ja auch ganz schön. Das war auch eine Visualisierung von uns. Und das war das Ergebnis dann auch unserer Planung, wobei wir nicht die Bauplanung und sowas gemacht haben, sondern wir haben nur die Ideen geliefert eigentlich für die Stadt. Und die Skizzen und Zeichnungen und so weiter lieferten, die Stadt hat das dann weiter durchgeführt. So, das ist jetzt mal so ein Rundschlag. Jetzt möchte ich noch eins machen, was wir festgestellt hatten in dieser ganzen Diskussion, dass es unglaublich schwer ist, in einer Gesellschaft, die sich funktional definiert, sich verständlich zu machen, sprachlich. Worüber sprechen wir? Also wenn wir normalerweise anfangen, da draußen zu planen, wird erstmal natürlich werden die Stellplätze gezählt. Und wenn irgendwie eine Planung kommt, wird sofort nachgestellt, wie viele Stellplätze sind es weniger. Als wenn es darum ginge, die Stadt zum Parkplatz zu machen. Das andere ist, da muss man jetzt aufpassen wegen des Themas Grün, das andere ist sozusagen kompensatorisch, die Kompensation ist sozusagen dann das Grün einerseits zu zählen. Und damit haben wir so zwei so Positionen, die aber keineswegs Qualität garantieren. Deswegen geht es darum, die Qualitäten zu diskutieren. Aber wie können wir über Schönheit sprechen, wenn wir nur über Funktionen reden? Und das ist jetzt für mich der entscheidende Punkt. Deswegen haben wir mit diesem städtebaulichen Leitbild einen Weg gesucht, dass wir nicht jetzt eine Planung machen, wie die Stadt demnächst aussehen soll nach unserer Feder und so weiter, sondern dass wir ein Denkmodell bieten, wie man sozusagen mit der Stadt und die Morphologie der Stadt denken kann. Wie kann ich da so, und nur als Bilder, das war der Ausgangspunkt, das war 1A-Lage in Braunschweig. Ja, ich mag durchaus städtische Erscheinungsbilder, auch Graffiti und solche Dinge, wenn sie eine Qualität haben und nicht einfach nur geschmiert sind. Aber das ist ja jetzt hier der Versuch, eine Stadt vollkommen also in Schritt zu fahren. Gott sei Dank steht das Haus jetzt auch nicht mehr, das sind so selbst Schuld, ne? Also gut, ich habe damals diese Sachen visualisiert, das sind leicht bildbearbeitet hier, auch das sehen Sie auch. Ich habe dann damals ja in Notwehr auf die Reaktionen zu dem Thema Gutachten, wo meine Frau ja schon bald auswandern wollte, wegen der Angriffe, die ja passierten, habe ich gesagt, man muss doch mal zeigen, die Leute wir verstehen das überhaupt nicht. Wir argumentieren auf ganz unterschiedlichen Niveaus und eigentlich muss man sich die Stadt anschauen und sehen, was dort ist. Und wir haben hier natürlich einen Geschichtsverlust gehabt, der sich hier abbildet auch, und Leere und Räume, die man nicht verstehen kann. Und andererseits eine Innenstadt, die dermaßen hier auf den Hund gekommen war. Und wo man immer noch sagt, wir müssen das schützen. Also da muss man mal noch tiefer gehen in die Strukturen und Hintergründe sehen, was da eigentlich passiert ist. Und das war für mich auch so eine Visualisierung dieses Bohlwegs, um nochmal drastisch darzustellen, bewusst aber jetzt, sagen wir mal, verfremdet, sodass man sich das auch mal anschaut, als Bild anschaut. Nicht? Das ist ja ganz gut ein Bildaufbau, die Farben, blau-gelb ist ja auch immer schön hier. Aber um das nochmal darzustellen, dass das mitten in der Stadt ist. Gut, das war so eine Zwischenstufe, wo ich dann 3 Monate im 2003, im Herbst haben wir eine Ausstellung gemacht im Landesmuseum Stadt im Sinn mit 60 solcher Bildern und haben mit 60 solcher Bildern oder über 60 Bildern haben wir fast 12.000 Besucher gehabt. Eine selbstorganisierte Ausstellung. Das war ein Totaleinsatz von uns. Aber es hat dazu beigetragen, tatsächlich über diese Besucher, und ich hatte fast 2.000 Besucher in 70 Führungen, eine Stunde, so wie wir jetzt über Stadt reden. Das waren für mich die einzigen ungefärbten Referenzen in der Stadt, weil alles andere war durch Interessenklagen irgendwie verfälscht und verfärbt. Und ich glaube, das war sehr wesentlich, den Blick auf die Stadt zu verändern und zu erkennen, dass die Altstadt zwar ihre Qualitäten hat, aber die kann man nicht einfach festschreiben und sagen, das bleibt jetzt alles so. Also wenn man das festschreibt, dann geht es kaputt. Nicht? Also so, und das war dann hier für uns die Frage zum Thema, wie spricht man über die Stadt, die Morphologie, die ich Ihnen jetzt eben auch schon mal dargestellt habe, verständlich zu machen. Nämlich, wir unsere Aussage sind, es sind 5 Städte,
die hier übereinander liegen. Früher lagen die fünf Städte nebeneinander, heute liegen sie übereinander. Das war unsere These, das ist die mittelalterliche Stadt, die mittelalterliche Großstadt, das ist die Haupt- und Residenzstadt, das ist die Einkaufs- und Handelsstadt, das ist die Bürgerstadt des Wohnens auch nach wie vor und es ist die grüne Stadt, die moderne Stadt, die auch sich mit dem Wiederaufbau da eingeschrieben hat. Das sind fünf Städte, die ineinander greifen und wir haben diese fünf zu fünf Leitbildern gebracht und haben gesagt, die mittelalterliche Stadt, das sind bisher Inseln, aber die müssen sich eigentlich vernetzen. Das Netz muss zwischendurch auch spürbar werden in irgendeiner Form, dass ich das nicht nur als Inseln erlebe. Die Haupt- und Residenzstadt, die spielt sich vor allem in der Architektur dieser Ringe, der Plätze, der Eingangsplätze und der Achsen ab. Ach, nicht stoppen, Entschuldigung, zurück. Die Einkaufs- und Handelsstadt bezieht sich jetzt hier auf dieses Tangentensystem mit dem neuen Pol und dann weitere Pole, sehen wir nachher nochmal. Die Bürgerstadt muss eigentlich ein Netz bilden des Wohnens, das muss eigentlich überall sein, das Wohnen. Das ist die Voraussetzung eigentlich, wenn das ist wie der Kettfaden von einem Gewebe ist. Das Wohnen trägt die ganze Stadt und das sind natürlich Löcher im Gewebe, wenn da innen keiner mehr wohnt, weil das nur noch Handel ist. Und dann muss das andere umso stärker dem Wohnen gewidmet sein. Und das letzte ist das Thema Grün, da sind wir wieder bei dem Punkt. Der Schlosspark war durch Zufall des Abrisses und Kriegsgeschehen in die Stadt gekommen. Wesentlich sind die Wallanlagen mit ihren Parks da drin und dann haben wir gesagt, da drin, da brauchen wir dann die kleinen Plätze, die brauchen so diese Qualität, dass man doch mit Aufenthalt, Ruhe, Grün und so weiter hat. Das kann man als Struktur auch denken. Und das kann man jetzt hier nochmal sehen, nicht? Einkaufs- und Handelsstadt, haben wir gesagt, es gibt die Magnete hier, drei so Pole jetzt hier, dazwischen das Mosaik des Handels und es gibt die Magistralen. Das sind für uns eben keine Verkehrsstraßen im Gedanken, sondern es sind städtische Hauptstraßen, die integriert sein und nicht nur Verkehr tragen, sondern integriert sind, an denen auch positive Qualitäten an den Rändern entstehen müssen, so wie das sich jetzt gerade hier mal zeigt und wie es auch hier oben beim Kino so teilweise da ist. Nicht? Das müsste aber auf das gesamte System ausgebildet werden, denn das sind alles Problembereiche. Sind nicht überwindbar, nur punktuell überwindbar. Aber das ist unser Leitbild dann dazu, die starke Magnete, dazwischen funktioniert dann auch der Einzelhandel wegen der Laufwege und das müssen aber auch eigene Qualitäten werden. Dann mittelalterliche Großstadt, das Traditionsnetz haben wir gesagt. Wir sehen, dass wir diese Räume eigentlich dann stärker vernetzen müssen. Und da sehen wir zum Beispiel hier, wie wichtig es ist, dass man diesen Ägidienmarkt vernetzt. Das haben wir dann immer bei der Stadt angefordert, dass man das Ding mal endlich anfasst. Und da auch eine, so wie hier, auch hier eine Überquerung hinbekommt. Ja. Und das sind wunderbare Orte, ich weiß nicht, ob Sie die kennen dann, wenn man sich da durchbewegt. Ich gehe aber freiwillig da über die Straße rüber und mache das auch schon mal Führungen, Abenteuerführungen. Und gehe dann auf eigenes Risiko mit allen Fremden auch über die Straße. Man kommt nämlich wirklich, dass die Stadt will sich auch mit den anderen Bereichen, der Zugang zum Park, vor allem wenn ins Hotel kommt, wird das umso wichtiger. Ja. Haupt- und Residenzstadt, sind es diese Strukturen, die schon von Peter Josef Krah angelegt waren, mit diesen ausgeformten Architekturplätzen eigentlich, die natürlich in den 50er Jahren vollkommen aufgelöst wurden. Und da muss man auf diese Architektur wieder achten. Man muss die Straßenwege entsprechend klar fassen, man muss diese Dinge ausformen. Am Theater ist das übrigens auch ganz gut gelungen dann mit dem Umlauf. So, man stoppt jetzt mit Ihnen verkehrt. Und dann kommt die Bürgerstadt, das tragende Gewebe. Da sehen wir, dass wir eigentlich diese ganzen Außenbereiche möglichst stark qualifizieren müssen für das Thema Wohnen, aber durchmischt auch. Das ist nicht reines Wohnen, ist überhaupt nicht interessant in der Stadt. Also hier brauchen wir schon an sich die städtische Mischung. Das war das Leitbild. Und hier nochmal das Thema dieses, was Sie eben schon gesehen haben, aufs Gesamte. Das ist natürlich dieser, ich nenne es grüner Stern, weil es vom Barock her eigentlich ein Stern gewesen ist. Und diese, damit diese Flusskrümmungen nicht immer weiter verschleifen und immer weicher werden, sondern dass man ruhig diesen Bezug noch da drin spürt. Und zum anderen eben dann diese kleinen Plätze, wie zum Beispiel jetzt hier ist der Bahnplatz. Er ist zum Beispiel nach diesen Vorstellungen auch entsprechend entwickelt worden. Genau da ist eine Begrünung durchgeführt worden und also ein Konzept umgesetzt worden, eine Platzgestaltung aus dem Amt heraus. Sehr schön gemacht, finde ich. Ist sehr gelungen. Es ist ja Parken zurückgenommen, aber es ist nicht viel weggefallen, ist nur anders geordnet worden. Oder jetzt sehen wir sonst so, diese kleinen Plätze, das ist in Ordnung. Wobei ich sehe auch noch diesen Bereich hier dahinter, der könnte mehr Park sein. So. Das führte alles zusammen zu diesem Leitbild. Da haben wir dann zum Schluss trotzdem dann Orte benannt, was dort alles gemacht werden könnte, eine Art Liste sozusagen, wo Handlungsbedarf besteht. Das ist die Agenda-Leitbild und ein Teil davon ist auch schon längst angegangen, aber vor allem eine Wirkung hat es entfaltet. Das Haus hatte 7 Jahre leer gestanden, glaube ich. Flebbe. Flebbe, nicht? Wir haben damals
also man kam gar nicht an Fleber ran. Ja, und dem Knapp ist es gelungen, weil er ihn dann irgendwie kannte, dann irgendwie dann doch zu überzeugen. Ja, es ist toll, dass jemand aus der Stadt wieder in die Stadt investiert, dass wir nicht nur irgendwie ein Kapital haben, was von irgendwo kommt, sondern dass da Personen hinterstehen, die ein Interesse an der Stadt haben. Hier war dieses andere, das war Weipert, nicht Weipert, runtergekommen. Da sind andere Gebäude entstanden in sehr kurzer Zeit. Der Umbau dieser ganzen Achsen, es ist uns gelungen, obwohl hier mehr Verkehr drauf gekommen ist, die Straßen schmaler zu machen. Das müssen Sie im Braunschweig mal probieren. Mit Hilfe von Herrn Neuer übrigens, nicht damals Tiefbauamt, der Stadtbaurat, gemeinsam in den Arbeiten haben wir das durchgerungen, auch hier nochmal Fahrbahnprofile zu reduzieren, wo schon 3,25 Meter jeweils pro Spur schon beschlossen waren. Und nur dadurch ist es gelungen, hier riesige Flächen, die als die schraffierten Flächen hier, können Sie das mal auf anderen Bildern, könnte ich das zeigen, wie viele Flächen eigentlich tot waren durch Abschraffierung. Nur als, ich nenne das mal Verkehrsschutzgebiete. Nicht so, und das, es ist so, es ist nichts Besonderes, nichts Aufregendes, aber es hat eine Dimension bekommen, die städtebaulich und städtisch vertretbar ist. Und wir haben einen neuen Platz bekommen in der Stadt. Und da können wir nachher nochmal über das Thema Begrünung reden. Nicht jeder Platz braucht Begrünung. Wenn wir sehen, wie dieser Platz in Anspruch genommen wird für große Veranstaltungen, es ist der größte Platz in der Region, der bietet uns die Möglichkeit, auch wirklich für bestimmte Veranstaltungen hier was zu machen. Da würden auch meine Bäume, die ich da gedacht hatte, möglicherweise schon sehr das Ganze einengen. Aber können wir gleich nochmal drüber reden. Es hat eine unglaubliche Attraktivität bekommen. Das war jetzt natürlich auch während der Eröffnung. Unglaubliche regionale Aufmerksamkeit hat es ja gekriegt. Aber es hat die Struktur auch der Besucher verändert. Ich registriere es im Umland. Nicht? Also die Jugend fährt inzwischen nach Braunschweig. Das sagen sie mir in Peine, das sagen sie mir in Goslar und sonst wo nicht. Und was ich gut fand, dass dann auch hier in der Stadt nicht plötzlich die Jugend ins ECE fährt und die Alten für die Altstadt, sondern durch diese Mischung hier wird das Ganze ein bisschen auch da nochmal in der sozialen Zusammensetzung gemischt. Nicht? Das ist also jetzt auch hier das Haus New Yorker dort, das Hauptgeschäft da, dass das jetzt hier doch auch für eine Durchmischung sorgt. Ja, was mir besonders am Herzen lag, war tatsächlich dieses Miteinander, die gegenseitige Wahrnehmung im Verkehr zu bekommen, dass man also auch, auch einen Autofahrer mal einen vorbeilassen kann und nicht nur gezwungen ist, sozusagen durchzufahren. Und andere Umgangsformen, ja, andere Stadtbilder, neue Investitionen und eben neue Schlossbesitzer, ja, also man kann ja sagen, was man will, aber in dem Augenblick, wo ein bisschen Sonne ist, der Platz ist permanent in Beschlag von jungen Menschen, die dort skaten, Radfahren, Kinder, die spielen, das Sitzen auf den Stufen, das ist schon eindeutig ein öffentlicher Platz, wie wir in Braunschweig noch nicht hatten und der also auch großstädtisch ist. Und andererseits eben dann die Mischung mit der Altstadt, das ist schon eine Bereicherung der Gesamtstadt. Ich hatte früher, 2003, für die Ausstellung hatte ich dann diese karikativen Karten gemacht, wo immer hier so ein Braunschweiger drauf rumläuft und gleich mehrfach. Ja, ein bisschen depressive Haltung da hier in dem Fall. Und um das zu karikieren, um überhaupt auf diese Probleme hier in der Stadt aufmerksam zu machen, übrigens sind fast 80% der Dinge, die ich kritisch fotografiert hatte und bildhaft verarbeitet hatte, fast 80% inzwischen verändert. Es ist unglaublich. Sie können mal ins Internet gucken. Ich habe da noch eine nach wie vor eine Seite. Außer das unten. Bitte? Außer das unten. Die Ecke unten. Ja, die ist noch so. Ja, die ist noch so. Das hat auch einen bestimmten Grund. Das ist, verständlich. Müsste man fast so lassen, weil ich finde, den Ort liebe ich auch. Das Stern des Südens, finde ich da unten. Ne? Das ist das dünner Dreieck, wie es gekauft wurde. Ja, ich nenne es Stern des Südens. Alle Straßen in alle Richtungen. Nicht? Und na gut. Ja, wir haben das mal, glaube ich, auch geprägt, weil es gibt so drei verschiedene dünne Imbisse an den Ecken. Dünner Ecke. Das ist dann jetzt das dünner Dreieck. Ja. Kann man auch verschollen gehen. Ja, genau. Aber sowas gehört zur Stadt. Es geht nicht darum, irgendwie eine bereinigte, es ist nicht mein Interesse, eine bereinigte Stadt zu haben, sondern es sollen alle möglichen unterschiedlichen Lebensformen und Lebenshaltungen sich abbilden können. So hätte ich es charakterisiert vor damals und so würde ich es dann heute charakterisieren. Also ich habe ein anderes Bild gewonnen dadurch. Ist vielleicht jetzt beides in beide Richtungen überzeichnet,
Aber man kann anders mit, ich finde, man kann anders mit der Stadt umgehen. So, das war jetzt noch, jetzt kommen noch so ein paar Sätze, bevor wir noch mal tiefer diskutieren, noch ein paar Sätze für mich hinten dran, die mir unglaublich wichtig sind für eine Komprimierung der wichtigen der Essentials, von was Stadt für mich bedeutet. Der öffentliche Raum ist das Wichtigste an der Stadt. Und für mich ist der öffentliche Raum gebaute Umgangsform. Das heißt, so wie wir ihn gestalten, so können wir uns darin nur bewegen, verhalten auch. Und die Stadt ist, das soll auch in diesem Bild deutlich machen, ist für mich eine großartige Erfindung zur Konstruktion von Augenblicken. Und zwar im doppelten Sinn. Die schafft uns gleichermaßen Ansehen, wenn wir uns begegnen, wie auch den zeitlichen, schafft auch den zeitlichen Augenblick, den Moment, den wir selbst überhaupt als Wirklichkeit erfahren. Das geht so zurück auf Hannah Arendt und ihre stadtsoziologischen Betrachtungen. Ich empfinde das tatsächlich, es gibt ja mal so diese Möglichkeit, auf die Straße zu gehen, andere Menschen zu treffen. Und zwar unterschiedlichster Art. Auch der Zufall, der damit verbunden ist. Das ist eine ganz große Qualität. Weiterhin, der öffentliche Raum ist gebaute Umgangsform. Hier vom Kohlmarkt machen Bild. Ja. Man sieht das hier drin nur die Aneignung von den Dingen, die jetzt auch gestalterisch vorgefunden werden. Wenn da gar nichts ist, gäbe es nicht die Anregung, hier das Elektroauto da mit Ferngelenk da fahren zu lassen. Also es gibt so verschiedene Elemente, die gar nicht so gedacht sein müssen, aber die eine gewisse Anregung bieten müssen. Und für mich bedeutet das, wenn wir Kinder und alte Menschen als Maßstab für die Gestaltung von Straßen und Plätzen nehmen, haben wir auch für alle anderen gestaltet. Wir sind zurzeit dabei, funktional alle Funktionen einzeln zu gestalten, für die Autos, für die Behinderten, für dies und für jenes. Ich brauche nur zwei Maßstäbe. Das sind die ganz kleinen und die ganz alten. So, dann habe ich sozusagen die Exponenten und die muss ich berücksichtigen, der muss entsprechender Raum da sein. Die Kinder haben wir längst aus dem Straßenraum verbannt, weil wir die Bürgersteige nur noch auf 1,20 Meter teilweise haben, zuparken und noch was haben. Deswegen sind die auch alle ausgewandert in die Vorstädte. Aber die kommen alle zurück jetzt. Und für die älteren Menschen, die natürlich jetzt auch mit Gehbehinderung und zu rechnen haben, da muss man natürlich, das muss man ebenfalls berücksichtigen. Aber ich muss jetzt nicht an jeder Stelle, wir kriegen jetzt inzwischen einen Katalog von der Barrierefreiheit, ist ja okay, aber einen Katalog inzwischen für Sehbehinderte, für Gehbehinderte, für jede Art Hörbehinderung, für alles muss irgendwas da sein inzwischen und immer neue Systeme. Ist eine Überfrachtung von Ansprüchen, die Gehgerechtigkeit für die Stöckelschuhe und was da alles gefordert wird. Wenn Sie das alles aufaddieren, kriegen Sie keine Stadt mehr zusammen. Der öffentliche Raum muss eine ganz große Neutralität, Robustheit und Einfachheit haben. Drittes Beispiel dazu nochmal, der öffentliche Raum ist gebaute Umgangsform. Der Bürgersteig, wenn ich gefragt würde, was das Wichtigste wäre, worauf wir aufpassen müssen, es ist für mich eigentlich der Bürgersteig. Das ist eine Erfindung, die ist in Paris irgendwann gefunden. Bis dahin konnte man nämlich nur mit der Kutsche fahren. Der Bürgersteig ist der wichtigste Freiraum der Stadt. Er ist sozialer Wurzelraum. Das heißt, das ist der Lebensraum von der Stadt, Kommunikation und so weiter. Und gleichzeitig unverzichtbar für Handel und Wirtschaft. Geschäfte, Austausch, alles das passiert eigentlich in dem Erdgeschoss. Und deswegen ist dieser Raum so wesentlich. Und wenn Sie an Berlin denken, Berlin hat die große Stärke durch diese Bürgersteige. Das ist der Lebensraum, der kann sich das Leben entfalten und zeigen. Wenn wir die alles zuparken und immer nur noch wenige Resträume lassen, dann ist kann sich kein Leben mehr darin entfalten. Das ist für mich eine weitere Botschaft. Und das Letzte hier dazu, hier ein schönes Bild von Sizilien. Der Raum, ohne Form kein Inhalt und ohne Inhalt keine Form. Das ist wie beim Kuchenbacken. Sie kennen den Gugelhupf, das ist das Gugelhupf-Prinzip. Also ich kann keinen Gugelhupf machen, wenn ich keine Form habe, aber wenn ich nur eine Form habe, brauche ich einen Inhalt. Ja. So, unser lebendiges Miteinander ist der Inhalt der Straßen und Plätze. Als unser wichtigster Kulturraum bieten sie uns Schutz und Anregung und benötigen selbst eine angemessene Ästhetik und Pflege. Also ohne diese Pflege und ohne diese Ästhetik werden wir das nicht wohlfühlen. Wir brauchen also eine gewisse animative Aussagen da drin, nicht nur bauen, sondern wir brauchen auch Architektur des Raums, also eine gewisse Gestaltung, eine kulturelle Vorstellung, was das sein kann. Der öffentliche Raum ist ein Kulturraum und nicht nur ein Verkehrsraum. Und das sind so für mich so ein paar wesentliche Begriffe, mit denen ich Sie jetzt zum Schluss jetzt gequält habe. Und zum Schluss dann zur Überleitung nochmal, der Stadtraum ist ein multidimensionales Netz mit Flatrate für alle. Ja, das ist eine ganz große kulturelle Errungenschaft, die dürfen wir gar nicht hoch genug einschätzen.
Das ist für uns so selbstverständlich. Wir machen uns auch keine Gedanken, dass wir ständig Luft einatmen, ausatmen. Das ist einfach selbstverständlich. Genauso nutzen wir an sich den Freiraum. Aber permanent wird er von irgendwelchen Interessen angegraben und umgewidmet. Und alles mit einem ganz wichtigen Anspruch. Und das Internet ist für mich einfach nur eine weitere städtische Raumdimension. Kommt dazu. Ist für mich aber nichts anderes. Es fängt mit den kleinen Maßstäben an, Vernetzung, die Vernetzung geht weiter. Hat sich in der ganzen Geschichte zieht sich das geradezu durch. Und jetzt haben wir sozusagen eine Dimension, die sich unmittelbar vom Raum ablöst. Aber ich glaube nicht, und da ist der Wilhelm Flusser hat das als so ein Medienphilosoph, hat das in den 80er Jahren beschrieben, dass man so ungefähr, als wenn man den öffentlichen Raum nicht mehr braucht, und der hat wunderbare Gedanken gehabt und ganz toll reflektiert über das Thema. Aber ich glaube, in dem Moment hat er sich geirrt, je mehr wir uns sozusagen mit dieser globalen Vernetzung befassen, umso dringlicher wird für uns das Face-to-Face, die unmittelbare Gegenüber, und das ist die Renaissance der Stadt schlechthin, weil wir da jetzt sozusagen zweckfrei eigentlich auch nochmal schon der Kommunikation halber und um selbst nochmal Wirklichkeit zu erfahren in der gegenseitigen Begegnung, das wird ja dadurch umso wichtiger, dass wir diesen Raum entsprechend kultiviert gestalten. Das ist so meine Interpretation dieser Zeitgeschichte, die ja unglaublich faszinierend ist. Also ich bin fasziniert vom Thema Netz und nutze es in allen Möglichkeiten, das Internet auch, aber ich sehe es nur als eine weitere Sprachmöglichkeit. Und was wir nicht machen dürfen, um diese Basis, die wir da zugrunde gelegt haben, aus den Ursprüngen, wo das Netz eigentlich erfunden wurde mit der Stadt, diese Basis dürfen wir nicht kaputt machen, denn da steckt die ganze menschliche, gerade mit der mittelalterlichen Stadt, da steckt der menschliche Maßstab drin. Die ganzen Raumbildungen, die das sind die für uns alle intensivsten wahrnehmbar sind. Ja, so jetzt habe ich, lass das so überstehen und das gibt es bestimmt noch. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ja, das Thema Begrünung, jetzt können wir da noch entsprechend drüber sprechen, weil Sie haben gemerkt, dass ich jetzt also Begrünung des Raumes... Hört sich erstmal so an, als wenn es per se was Gutes ist. Es kann aber auch kann genauso gut schlecht sein. Genauso gut würde ich auch nicht sagen, dass Straßenbau per se schlecht ist. Es ist ja vieles Gutes, aber vieles ist auch schlecht. Ja. Also es ist das Maß und die Struktur, wo es sich hineinfügt. Das wäre für mich das Wesentliche. Also ich denke, für die den Schlosspark noch kennen, und der wird ja von vielen, wurde von vielen zurückgefordert, wird immer noch zurückgefordert. Meine persönliche Meinung ist, da hätte man vielleicht einen Kompromiss finden können. Dass man sagt, klar, der Schlosspark konnte nicht dort bleiben, wo er war, als es hieß, dass das Schloss nun kommt. Aber man hätte sowas wie Ausgleichsflächen schaffen müssen, meine persönliche Meinung. Um da auch zu sagen, ja, uns ist sehr wohl klar, wir haben euch dort eine grüne Oase weggenommen, aber wir versuchen das irgendwie drumherum wieder mit einzubinden. Das ist dieses schöne Thema bei uns Bürgerbeteiligung. Das ist klar. Nein, es wäre mich vollkommen verständlich, weil wenn Sie mal in meinen Gutachten schauen, was ich da, das steht ja auch im Internet, das können Sie ja auch nicht teilen. Ich habe Teile darauf schon gelesen. Ja, so, wenn Sie da sehen, Sie ganz viele Beispiele, haben wir überlegt, wie man das... Wir wussten ja gar nicht, was da für Dimensionen daraus kommen. Ganz viele Beispiele, wo wir versucht haben, den Park in einer gewissen Größe zu erhalten. Auch nicht. Nun zeigt sich, dass das nicht realisierbar war. Erstmal muss man sagen, ich habe sehr gut verstanden, habe ich ja auch in dem Buch geschrieben, glaube ich, dass man den Widerstand verstehen kann. Natürlich muss man das ernst nehmen und verstehen. Wenn man so viel, in so hohem Maße die ganzen Jahrzehnte enteignet worden ist, es wurde immer gesagt, es wird besser, es gab immer mehr Verkehr, es wurde immer mehr verinselt alles, ja, und sodass auch keiner mehr Vertrauen hat. Aber jetzt muss man sich da andererseits mal fragen, welche Qualität hat der Park in der damaligen Nutzung für welche Bevölkerungsgruppen gehabt und welche Qualitäten hat er heute als städtischer Platz? Erstmal haben wir ein Stück urbanen Platz bekommen, der eine ganz eigene Qualität hat, eine Aufenthaltsqualität, die intensiver, viel intensiver genutzt wird, nur der Platz für sich, als das, was jemals im Park los war. Das ist eine Qualität, das geht ja nicht nur um die Einzelnen, sondern in der Gesamtheit. Da hat die Stadt einen Gewinn gemacht. Also aus meiner Sicht ist das ein absoluter Gewinn für die Stadt. Nur ich spreche nicht mal vom ECE, aber es ist natürlich Voraussetzung auch für eine intensive Begegnung und Nutzung.
So, das andere ist, ich habe das andere schon mal gerade angesprochen, vor, auf dem Platz selbst bin ich mir inzwischen nicht sicher, wie weit man da noch mit da sollte man meinen, zumindest keine Blumen pflanzen. Nicht? Also, aber wo es passen würde, aus meiner Sicht, was mir auch, da bin ich auch nicht für verantwortlich, ich habe ja keinen, ich habe ja nicht die Planung für den die Flächen da selbst gemacht, sondern ich habe meine Aussagen im Gutachten, das ist alles, was dazu gibt. Der Platz dahinter, der ist viel zu, war das alles viel zu sehr mit Pflasterung, mit hartem Belag dann versehen. Da hinten der Platz ist, der ist erstmal größer geworden, als er bei mir damals gedacht war. Das hat was mit der Raumbildung zu tun, die hatten etwas anders. So, und der ist, wäre, den könnte man noch nach wie vor aus meiner Sicht noch viel stärker mit dem Grün benutzen, weil er wird immer noch als Parkplatz auch so weiter genutzt. Und ja, so liegt ja auch sehr isoliert. Also da gibt es ja richtig Beschränkungen, auch wenn man sich mal die Georg-Eckert-Straße anguckt, da ist eine Mauer zwischengebaut worden. Also das ist meines Erachtens nicht das Problem. Das Problem ist, dass sich das Schloss offensichtlich bewusst nach Osten und nach Süden abschließt. Weil es gibt im Erdgeschoss dort kein einziges Ladengeschäft, was in diese Richtung offen ist. Absolut, ja. Wenn es da drei Cafés gäbe, dann wäre dieser Platz benutzt. Ja, was meinen Sie, was ich da für Kämpfe versucht habe, schon während des Verfahrens, auch nachher immer noch. Und ich habe bei verschiedensten Vorträgen, da gehe ich den ECE-Leuten immer sehr auf den Senkel, weil ich genau diese Öffnung nach außen immer eingefordert habe. Die haben ein Konzept, was wirklich diese totale Introvertierung haben, um ihre eigenen Lagen aufzubauen, zu fördern. Die kriegen aber zunehmend Konkurrenz, da kommen die mal runter. Nur es war auch hier jetzt, nicht? Also ich diskutiere jetzt Sachen, für die ich nicht verantwortlich bin, aber wo ich versucht habe, mit einzuwirken. Aber es ist unglaublich, mit welcher Penetranz die das alles da nach innen gedreht haben. Nicht? Das ist, kann man ganz klar sagen, das ist aus meiner Sicht ist das ein sehr großer Schaden, dass das so ist. Aber die sagen andererseits, jetzt müssen Sie sich vorstellen, wenn man da was, wäre schön, wenn da ein Laden wäre, aber Geschäfte und Läden, aber die werden im Vergleich zu den Laden nach innen, sind das also nicht, innen drin sind 1A-Laden, da draußen haben sie dann 2B oder 2C-Laden, weil natürlich ist die Frequenz ist darüber nicht so stark. Das ist ganz eindeutig, die Fußgängerfrequenz daraus ist nicht sehr hoch. Die haben ganz klare, rationale Berechnungen für diese Dinge, da sind die uns allen überlegen, weil die damit ihre Wirtschaftlichkeit zum Maßstab machen. Wir haben uns da heftig auseinandergesetzt auch. Ich habe gesagt, die haben ja viele Dinge haben sie behauptet, das geht nicht anders. Ich habe gesagt, dann geht vom Städtischen geht es aber auch nicht anders. Nicht? Also die behaupten ja sozusagen, dann die Stadt definieren zu dürfen. Also da kann ich nur sagen, der Wunsch ist anders, aber was es erlauben würde, meines Erachtens, wäre, dass ich das Thema Park an der Stelle verstärkt zu machen. Und was mir fehlt, das habe ich Ihnen eben gezeigt, diese Doppelreihe, diese Promenade, ich hatte, weil ich wusste, ich ahnte, dass das eine schwache Seite werden würde. Da habe ich gedacht, wenn man da eine Doppelreihe Platanen hinsetzt, 10 Meter breite Promenade, das ist die Sonnenseite zum Magniviertel, das wäre ein schöner Spaziergang, das wäre die Verbindung ins Grün raus gewesen, auch zu den Badanlagen. Das ist leider im Wettbewerb, den die Stadt ausgelobt hat, gleich aufgegeben worden. Das war nicht meine Angelegenheit. Also überall da, wo sie von den Vorschlägen abgewichen sind, sehe ich heute auch nach wie vor Probleme. Ich will mal auf was anderes hinaus. Städtische Leitbilder. Warum gibt es im Vortrag...